Die 20 stärksten Dinosaurier. Die Dinosaurier waren die größten Landtiere aller Zeiten und mittlerweile wurden schon unfassbar viele Spezies entdeckt, wodurch man sich natürlich die Frage stellt, welche wären wohl in einem 1-gegen-1 Kampf die stärksten? Hierbei geht's darum, wer wen in einem Kampf besiegen würde. Allerdings geht's nicht nur um einen Vergleich mit den Plätzen über und unter einem, sondern um einen mit der ganzen Liste und noch mehr. Außerdem gehen wir davon aus, dass es immer 1-gegen-1 Kämpfe sind, sich die Kontrahenten auf freier Fläche an Land gegenüberstehen und dass sie sich gegenseitig angreifen wollen. Allerdings verändert sich das Bild der Dinos ständig, wodurch es sein kann, dass diese Reihenfolge in einigen Jahren überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Shoutout an den Spinosaurus von vor 30 Jahren. Des Weiteren haben es die stärksten von allen nicht in die Liste geschafft, da diese Liste sonst nur aus ihnen bestehen würde. Die Rede ist von den Sauropoden. Hierbei handelt es sich um die größten Landtiere aller Zeiten. Es gab zwar auch kleine wie den Magyarosaurus, aber der Großteil war einfach unglaublich riesig. Das Paradebeispiel hierfür ist natürlich der Argentinosaurus, bei welchem es sich um das größte Landtier aller Zeiten handelt. Diese Tiere würden wahrscheinlich alle anderen Dinosaurier mit Leichtigkeit besiegen und wenn man sie mit in die Liste aufnehmen würde, würde die Liste nur noch aus ihnen bestehen und es käme nur darauf an, wie groß ein Sauropode wäre. Das wäre natürlich ziemlich langweilig und würde keinen Sinn machen, da es auf diesem Kanal schon ein Video zu den größten Dinosauriern gibt. Allerdings können die Sauropoden immer noch bei der Bewertung der Kontrahenten eine Rolle spielen. Diese Liste ist übrigens deutlich einseitiger als andere Listen, da es hier Kandidaten gibt, die ganz klar dominieren. Weshalb einige Tiere auch rausgelassen wurden, da die Liste sonst noch einseitiger wäre. Hier ein paar Beispiele. Torosaurus und viele andere Ceratopsia, Oxalaia, Albertosaurus, Plateosaurus und Euoplocephalus. Außerdem geht es nur um Dinosaurier, heißt Pterosaurier und marine Reptilien zählen nicht dazu. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Dino ihr an der Spitze seht. Los geht's mit der Nummer 20, Megalosaurus. Das war einer der ersten Dinosaurier, die entdeckt wurden. Mit einer Länge von 9 Metern, einem Gewicht von 3 Tonnen und einer Höhe von 3 Metern gehörte er zu den größten Landraubtieren des Jura. Er lebte vor 168 bis 166 Millionen Jahren in Europa. Seine Waffen waren natürlich seine Zähne und diese waren ziemlich eindrucksvoll. Damit konnte er wahrscheinlich sehr gut durch Fleisch schneiden. In einem Kampf würde er seinen Gegnern damit bestimmt schwere Schnittwunden verpassen, welche tödlich enden könnten. Nummer 19, Lambeosaurus. Das ist eines der größten Tiere auf dieser Liste, mit einer Länge von 15 bis 16 Metern, einer Höhe von 2,1 Metern und einem Gewicht von 3 Tonnen ist er ziemlich groß. Der Lambeosaurus hatte als Waffe seinen Schwanz, mit welchem er schlagen konnte. Das würde wohl auch den Megalosaurus und den Carnotaurus töten. Und dann hatte er noch sein Gewicht, durch welches er auf seine Gegner stampfen konnte. Der Lambeosaurus kommunizierte außerdem ähnlich wie der Corythosaurus oder der Parasaurolophus über Geräusche, die er mit seinem Kamm erzeugte. Fossilien dieses Tieres wurden in Kanada und Mexiko gefunden. Nummer 18, das Plateosaurus. Das war ein mittelgroßes Mitglied der Tyrannosaurier. Er hatte mit einer Länge von 8 bis 9 Metern und einem Gewicht von 1,8 bis 3,8 Tonnen eine ähnliche Größe wie der sehr bekannte Albertosaurus. Als Mitglied der Tyrannosaurier hatte er außerdem einen sehr massiven Schädel. Dieser war mit runden, starken Zähnen ausgestattet, durch welche er perfekt Knochen zerquetschen konnte. Das ist ein großer Vorteil gegenüber kleineren Beutetieren, bei welchen man sehr schnell auf Knochen stieß, wie zum Beispiel Hadrosaurier. Demnach sollte ein Daspletosaurus kein großes Problem damit haben, einen Lambeosaurus zu besiegen. Dieses Gebiss kann aber auch ein Nachteil sein, da er damit größeren Beutetieren, bei welchen die Knochen tief im Inneren lagen, wie zum Beispiel Sauropoden, nichts anhaben konnte. Hier wären schärfere Zähne wie beim Megalosaurus praktischer. Der Daspletosaurus lebte vor 80 bis 72 Millionen Jahren in Nordamerika. Nummer 17, Euskilosaurus. Dieses Tier vereint die Merkmale eines Sauropoden mit denen des bekannten Spinosaurus. So hatte der Euskilosaurus, genau wie ein Sauropode, einen sehr langen Hals, aber eben auch gefährliche Krallen, wie sie der Spinosaurus besaß. Diese Krallen konnten im Kampf auf jeden Fall gefährlich werden. Die Schlagkraft dieses Dinosauriers war bestimmt deutlich höher als die aller heute lebenden Tiere. Sein langer Hals wäre aber vermutlich eine Schwachstelle. Aber durch seine langen Vorderbeine hatte er eine viel größere Reichweite als die Theropoden. Mit einer Länge von 10 Metern, einer Höhe von 3 Metern und einem Gewicht von 3,5 Tonnen gehörte er zu den größten Dinosauriern der Trias. Nummer 16, Torvosaurus und Viren Venator.
Das sind streng genommen zwei Dinosaurier, aber sie sind sich so ähnlich, dass es keinen Sinn gemacht hätte, sie auf zwei Plätze zu setzen. Der Torvosaurus war mit einer Länge von 10 Metern und einem Gewicht von 3,6 bis 4,5 Tonnen ein gutes Stück größer als der Plethosaurus oder der Megalosaurus. Ähnlich wie letzterer hatte der Torvosaurus ziemlich scharfe Zähne. Der Virenvenator war wohl nochmal etwas größer als der Torvosaurus. Beide würden sich wohl einen richtig heftigen Kampf mit dem Plethosaurus liefern, aber hätten wohl am Ende die etwas besseren Karten. Und auch der Euskelosaurus würde wahrscheinlich den kürzeren ziehen. Der Virenvenator war in Deutschland verbreitet und der Torvosaurus überall in Europa und Nordamerika. Nummer 15, Therizinosaurus. Der Therizinosaurus war ein ziemlich wehrhafter Pflanzenfresser. Auffällig sind natürlich die riesigen Krallen. Als man diese erstmals entdeckte, hielt man sie sogar für die Rippen einer Riesenschildkröte. Inzwischen weiß man aber, dass es sich hier um die Krallen eines Theropoden-Dinosauriers handelt. Der Therizinosaurus wurde 9 Meter lang und 5 Tonnen schwer. Damit ist er neben dem Lambeosaurus das bisher größte Tier auf dieser Liste. Was sich aber mit dem nächsten Platz ändern wird. Die Krallen wurden wohl hauptsächlich dafür verwendet, Blätter von Bäumen zu pflücken. Aber natürlich waren sie auch im Kampf zu gebrauchen, denn der Therizinosaurus teilte sich seinen Lebensraum mit einigen gefährlichen Jägern. Darunter der Velociraptor, der jedem bekannt sein sollte. Allerdings gab es auch Raubtiere, gegen die sich der Therizinosaurus nicht verteidigen konnte und für welche er wohl leichte Beute war. Wie zum Beispiel den Tarbosaurus. Aber zu dem werden wir später in dieser Liste noch kommen. Der Therizinosaurus lebte vor 76 bis 70 Millionen Jahren in der Mongolei. Nummer 14, Edmontosaurus. Einige fragen sich vielleicht jetzt, wieso der Edmontosaurus über dem Therizinosaurus liegt. Deshalb schauen wir uns den Edmontosaurus erstmal genauer an. Er ist zusammen mit dem Corythosaurus und dem Parasaurolophus sowie dem Iguanodon der bekannteste Hadrosaurier. Mit einer Länge von 13 Metern und einem Gewicht von 4 Tonnen und einer Hüfthöhe von 3 Metern gehörte er zu den größten Vertretern der Hadrosaurier. Seine mächtigste Waffe war sein Gewicht. Wenn er sich auf seine Gegner gestellt hätte, wären die wenigsten danach noch am Leben. Aber auch sein Schwanz konnte eine ziemliche Kraft beim Schlagen entwickeln. Damit dürfte er einen Therizinosaurus ohne größere Schwierigkeiten besiegen. Da eine der größten Trumpfkarten von Therizinosaurus seine Reichweite war, wobei der Edmontosaurus über ihm steht. Andere Waffen hatte der Edmontosaurus jedoch nicht, denn sein Kiefer war nicht besonders stark, er hat sich schließlich auch von Pflanzen ernährt. Diese Art wurde erstmals 1912 entdeckt und dann 1917 erstmals beschrieben. Dieses Tier ist der Menschheit also schon mehr als 100 Jahre lang bekannt. Der Edmontosaurus war in fast ganz Nordamerika beheimatet. 13. Stegosaurus. Der Stegosaurus war zwar nicht besonders intelligent, aber seine Bewaffnung war erstklassig. Da wäre in erster Linie seine Größe. Mit einer Länge von 9 Metern und einem Gewicht von 5,3 bis 7 Tonnen war er definitiv nicht winzig. Seine Hauptwaffe war sein Schweif, an dessen Ende gefährliche Spieße befestigt waren. Diese Spieße könnten einem Gegner extreme Verletzungen zufügen. Allerdings ist nicht zu 100% geklärt, ob der Stegosaurus seinen Schwanz wirklich im Kampf nutzte. Der Stegosaurus ist natürlich auch einer der bekanntesten Dinosaurier und wenn er seinen Schwanz im Kampf einsetzen konnte, hat er sich seinen Platz auf dieser Liste wirklich redlich verdient. Nummer 12, Spinosaurus. Dieser Dinosaurier war sogar nochmal größer als der Lambeosaurus. Mit einer Länge von 18 Metern und einem Gewicht von 7,5 Tonnen war er das größte Landraubtier aller Zeiten. Insgesamt gibt es nur ein Tier auf dieser Liste, welches noch größer wurde und das befindet sich auf dem ersten Platz. Außerdem waren die Arme des Spinosaurus die wohl gefährlichsten von allen Dinosauriern. Sie waren nämlich über 2 Meter lang und mit riesigen Klauen bestückt. Diese Klauen hatten wahrscheinlich den Zweck, Fische festzuhalten, aber selbstverständlich waren sie auch im Kampf zu gebrauchen. Dazu war sein Maul auch perfekt, um Beute festzuhalten, was den Klauen die Arbeit erleichterte. Nun hört's allerdings auf mit dem Lob, denn sonst hat dieses Tier nichts für einen Kampf zu bieten. Denn sein Maul war zwar perfekt, um Objekte festzuhalten, aber für den Kampf war es eher unpraktisch. Allgemein war dieser Dinosaurier mehr für die Jagd als für den Kampf gebaut, denn er war wirklich ziemlich schlank. Allerdings galt er vor nicht allzu langer Zeit als ein deutlich stärkeres Tier. Dadurch, dass in der letzten Zeit extrem viel am Spinosaurus geforscht wurde, hat sich das Bild von ihm stark verändert. Das alte Bild des Spinosaurus wäre wahrscheinlich sogar auf dem ersten Platz gelandet. Dieser Dinosaurier lebte vor 95 Millionen Jahren in Nordafrika und durchstreifte die damalige Sumpflandschaft, dort wo sich jetzt Wüsten erstrecken. Und er wurde hauptsächlich von einem Deutschen entdeckt, und zwar von Ernst Stromer, welcher 1912 die ersten Überreste dieser Kreatur entdeckte, welche jedoch leider im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Und deshalb gab es lange Zeit keine Überreste vom Spinosaurus. Erst 2005, also fast 100 Jahre später, wurden erneut Spinosaurus-Fossilien entdeckt.
Nummer 11, der Acrocanthosaurus. Dieser Theropode war ein Top-Predator, welcher in der frühen Kreidezeit sein Unwesen in den USA trieb. Auffällig sind natürlich die riesigen Fortsätze auf den Wirbeln, welche wohl einen Höcker oder wie beim Spinosaurus ein Segel bildeten. Auch wenn einige Wissenschaftler sogar annehmen, dass der Spinosaurus auch einen Höcker hatte. Der Acrocanthosaurus hatte, wie alle Carnosaurier, gezackte, messerartige Zähne, welche perfekt waren, um Fleisch zu schneiden. Damit konnte er sogar Sauropoden erbeuten. Sein Maul war außerdem extrem eindrucksvoll und mit einer Länge von 11 bis 12 Metern sowie einem Gewicht von 6 Tonnen kam dieser Dinosaurier einem Tyrannosaurus doch recht nahe. Nummer 10, Mapusaurus. Das war eines der gefährlichsten Landraubtiere aller Zeiten und ein naher Verwandter des Giganotosaurus. Mit einer Länge von 12,5 Metern und einem Gewicht von 3 bis 5 Tonnen war dies der viertgrößte Carcharodontosauride und wie alle Carnosaurier hatte er messerscharfe, gezackte Zähne, welche natürlich wieder perfekt waren, um Fleisch zu schneiden. Allerdings hatten die Carnosaurier eine große Schwachstelle, welche ich beim Acrocanthosaurus noch gar nicht erwähnt hatte, nämlich ihre eher schwache Beißkraft. Dadurch war es ihnen nicht möglich, gepanzerte Tiere anzugreifen, wodurch viele Carnosaurier ausstarben, nachdem die Sauropoden ihrer Ökosysteme von der Bildfläche verschwanden, da sie auf große, fleischige Beute angewiesen waren. Auf jeden Fall war der Mapusaurus trotzdem einer der stärksten Dinosaurier. Nummer 9, Tyrannotitan. Der Tyrannotitan war einer der größten Carcharodontosauride mit einer geschätzten Gesamtlänge von 12,2 Metern, einer Höhe von 4,3 Metern und einem Gewicht von 4,9 bis 7 Tonnen war er deutlich größer als die meisten Raubtiere seiner Zeit, auch wenn er sich mit noch größeren Jägern den Lebensraum teilte, welche auch noch in dieser Liste vorkommen werden. Der Tyrannotitan war ein Raubtier, welchem in einem Kampf extrem starke Waffen zur Verfügung standen. Da wäre in erster Linie natürlich sein riesiges Maul und seine scharfen gezackten Zähne, damit konnte er ohne Probleme durch Fleisch schneiden. Anders als seine Verwandten Giganotosaurus und Carcharodontosaurus war der Tyrannotitan urtümlicher und primitiver, aber dafür robuster gebaut. Er lebte vor 126 bis 112 Millionen Jahren in Argentinien. Nummer 8, Tarbosaurus. Das war einer der größten Tyrannosauride und eine asiatische Version des Tyrannosauriers. Er war nicht nur dem Tyrannosaurus sehr ähnlich, sondern auch eng mit ihm verwandt. Er war zwar an sich etwas kleiner und leichter, aber trotzdem immer noch extrem riesig. Er konnte ungefähr 12 Meter lang, 5 Tonnen schwer und 5 Meter hoch werden. Sein Name bedeutet buchstäblich furchteinflößende Echse. Die meisten Tyrannosauride jagten verhältnismäßig kleine Beutetiere wie Hadrosaurier und wie alle anderen hatte auch der Tarbosaurus ziemlich kleine Arme. In Relation zur Körpergröße hatte er sogar die kleinsten Arme von allen Tyrannosauriern. Anders als die Carnosaurier hatten die Tyrannosaurier keine schmalen Köpfe mit Mäulern voller messerartiger scharfer Zähne, sondern flache und breite Schädel und dicke, starke und runde Zähne, welche dafür gemacht waren, Knochen zu zerschmettern. Nummer 7, Giganotosaurus. Das war der zweitgrößte Vertreter der Carcharodontosauride. Seine Zähne waren wie bei allen Carnosauriern messerscharf und gezackt, wobei sie kleiner waren als die eines Tyrannosauriers. Stattdessen schnitt er wie ein Hai durch das Fleisch seiner Opfer. Dadurch konnte er vor allem große Beutetiere jagen, bei denen die Knochen tief im Inneren lagen, also große Tiere wie Sauropoden. Im Rudel konnte er sogar den riesigen Argentinosaurus erbeuten, welcher im 1 gegen 1 eigentlich jedes Landtier besiegt hätte. Der Giganotosaurus war außerdem deutlich schneller als ein Tyrannosaurier. Außerdem gibt es vom Giganotosaurus extrem viele Überreste in der heutigen Zeit, welche aus dem Argentinien von vor 100 Millionen Jahren immer noch sehr gut erhalten sind. Dieses Tier war zur damaligen Zeit ein Top-Predator, obwohl er sich seinen Lebensraum auch mit großen Raubtieren wie dem Mapusaurus oder dem Tyrannotitan teilte. Er erreichte eine Länge von 13 Metern und ein Gewicht von 8 Tonnen. Damit war er ein gutes Stück größer als der Tarbosaurus, hatte aber trotzdem ein paar Nachteile, weshalb ein Kampf dieser beiden Tiere ziemlich knapp wäre. Nummer 6, Carcharodontosaurus. Das war der größte Carnosaurier aller Zeiten und der absolute Top-Predator in Afrika vor 95 Millionen Jahren und das obwohl er sich mit unfassbar vielen Raubtieren die Umgebung teilte, wie dem Rugops oder auch dem riesigen Spinosaurus sowie dem 12 Meter langen Krokodil Sarcosuchus. Wie bei fast allen Carnosauriern bestand seine Hauptnahrungsquelle aus Sauropoden, speziell dem Paralititan. Mit einer Länge von 13,5 Metern und einem Gewicht von ebenfalls 8 Tonnen war er eines der größten Landraubtiere aller Zeiten und der größte Carcharodontosauride.
Seine Zähne waren natürlich messerscharf und gezackt wie bei einem Hai, denn sein Name bedeutet auch Haifischzahnechse. Seine stärkste Waffe war sein riesiger Kopf mit den beidseitig gezackten Zähnen. Das waren alles sehr beeindruckende Tiere, als nächstes gucken wir uns aber mal den Kandidaten an, auf den wahrscheinlich jeder gewartet hat. Die Nummer 5, der Tyrannosaurus Rex. Der König der Dinosaurier darf natürlich nicht auf dieser Liste fehlen. Vom Aussehen her ist der Brachiosaurus zwar vielleicht sogar bekannter, aber wenn es um den Namen geht, kann es von der Bekanntheit her niemand mit diesem Tier hier aufnehmen. Seine tödlichste Waffe war natürlich sein knochenzerschmetterndes Gebiss mit den runden Zähnen. Zwar waren diese auch ziemlich scharf, aber durch ihre runde Form konnten sie weniger gut durch Fleisch schneiden, wodurch er keine Jagd auf Sauropoden wie den Alamosaurus machen konnte, aber für kleinere Beutetiere wie Hadrosaurier war er eines der tödlichsten Raubtiere aller Zeiten. Zwar waren seine Arme ziemlich klein, aber entgegen der allgemeinen Annahme waren sie unfassbar kräftig. Lange Zeit war ein Skelett namens Sue das größte Tyrannosaurus-Skelett, welches bekannt war, doch vor kurzem wurde ein noch größeres entdeckt, das trägt den Namen Scotty und zeigte uns, was für eine Bestie dieses Tier wirklich war. Der Tyrannosaurus wurde bis zu 12 Meter lang und 9 Tonnen schwer. Er konnte eine Beißkraft von bis zu 57.000 Newton erreichen. Diese Beißkraft wurde nur von Tieren übertroffen, welche unter Wasser bzw. amphibisch lebten, denn wie jeder weiß, werden Tiere unter Wasser größer und stärker. Klingt also beeindruckend, allerdings hat der Tyrannosaurus eine große Schwachstelle und das ist seine geringe Geschwindigkeit von nur 27 km/h. Ein Mensch könnte ihm also entkommen und das gilt auch für schnellere Dinosaurier, was in einem Kampf natürlich ein Nachteil wäre. Nummer 4, Allosaurus bzw. auch Saurophaganax. Das ist wohl der kontroverseste Platz auf dieser Liste, welcher die meisten Hate-Kommentare bekommen wird, denn der Allosaurus war zwar ein großer Fleischfresser, aber würde wahrscheinlich gegen viele Tiere, die hier tiefer gerankt sind, verlieren. Also wieso ist er so weit oben? Nun ja, alle bisherigen Plätze auf dieser Liste waren extrem spezialisiert. So konnte ein Tyrannosaurus Hadrosaurier extrem leicht töten, während er gegen einen Sauropoden keine Chance hätte. Und während viele Carnosaurier effektiv gegen Sauropoden vorgehen konnten, waren sie leider schwach gegen gepanzerte Tiere. Der Allosaurus hingegen war eine Art Allrounder und ganz nebenbei extrem intelligent für seine Zeit. So hatte er die scharfen, messerartigen Zähne und den schwachen Biss, wie ihn alle Carnosaurier hatten, wodurch er Sauropoden jagen konnte. Gleichzeitig konnte sein Kopf extremen Druck aushalten, was es ihm ermöglichte, seinen Oberkiefer mit einem starken Halsmuskel wie eine Art Axt in seine Beute zu schlagen. Dadurch konnte er wie ein Tyrannosaurier auch großen Druck ausüben und des Weiteren war er auch noch extrem schnell und konnte so auch kleinere und schnellere Beutetiere fangen. Doch anders als viele schnelle Jäger war der Allosaurus immer noch groß genug, um andere Top-Predatoren zu besiegen. Er würde also gegen viele andere Dinosaurier verlieren, hätte aber gegen jeden Dinosaurier was in der Hand, was bei anderen nicht so wäre. Auf jeden Fall war er auch so einer der stärksten Dinosaurier, denn mit einer Länge von 9 bis 12 Metern und einem Gewicht von 2 Tonnen war er zwar ziemlich groß, aber hatte ein eher geringes Gewicht, was ihm eine unglaubliche Geschwindigkeit verlieh. Was körperliche Kraft anging, war der Allosaurus seinen Verwandten zwar unterlegen, aber trotzdem der effektivste Kämpfer von allen fleischfressenden Dinosauriern. Es gab sogar noch einen nahen Verwandten des Allosaurus, welcher bis zu 13 Meter lang werden konnte, den Saurophaganax. Nummer 3, Ankylosaurus. Der Ankylosaurus war ein 8 bis 9 Meter langes sowie 3,5 Tonnen schweres gepanzertes Tier, welches zwar sehr langsam und nicht wirklich intelligent war, aber dafür über eine unglaubliche Kampfkraft verfügte. Seine Hauptwaffe war eine extrem schwere Knochenkeule am Ende seines Schwanzes, welche ohne Probleme die massiven Knochen eines Tyrannosauriers brechen konnte. Aber das Wichtigste war seine schwere Panzerung, welche seinen ganzen Körper schützte. Diese machte ihn schon mal quasi unbesiegbar für die meisten Carnosaurier, welche einen großen Teil dieser Liste ausmachen. Aber auch Tiere, die seine Panzerung aufbrechen könnten, wie Tyrannosaurier, konnte er mit seiner Keule abwehren. Er lebte vor allem in Nordamerika vor 66 Millionen Jahren. Nummer 2, Triceratops. Wieder ein Dinosaurier, den jeder kennt. Am markantesten sind natürlich seine Hörner und seine Halskrause. Es gibt Triceratops-Fossilien mit Verletzungen, dabei handelt es sich meistens um Spuren von den Hörnern von Artgenossen, also wissen wir, dass diese Hörner als Waffe benutzt wurden. Man findet an den Fossilien aber nur selten Spuren von Fleischfressern, was darauf hinweist, dass die großen Fleischfresser diesem Tier aus dem Weg gegangen sind. Also ist anzunehmen, dass der Triceratops keine leichte Beute war. Löwen legen sich ja auch nur selten zum Beispiel mit Nashörnern an, weil diese einfach extrem wehrhaft sind. Mit einem gezielten Stoßangriff dürfte er selbst große Raubtiere besiegen können. Das hatte aber auch einen Nachteil, denn seine Hörner konnten abbrechen.
ähnlich wie beim heutigen Hirscheber. Allerdings kann sich der Hirscheber mit seinen Hauern immer noch gegen Raubtiere verteidigen, was beim Triceratops wahrscheinlich ähnlich war. Mit einer Länge von 9 Metern und einem Gewicht von bis zu 12 Tonnen war er zwar kürzer als der Tyrannosaurus, aber dafür kräftiger gebaut und er brachte mehr Gewicht auf weniger Körperlänge unter. Der Triceratops war außerdem schneller als der Tyrannosaurus, da er galoppieren konnte. Es wurden auch schon Überreste eines Triceratops entdeckt, an dem eindeutige Spuren eines Tyrannosaurus-Angriffs zu sehen sind. Allerdings sind auch verheilte Verletzungen zu sehen. Also wurde ein lebender Triceratops von einem Tyrannosaurus angegriffen und er hat überlebt. Was darauf hinweist, dass der Triceratops den Tyrannosaurus im Kampf geschlagen hat. Die Räuber-Beute-Beziehung dieser Tiere ist legendär, doch am Ende verloren beide den Kampf gegen das ebenso legendäre Massenaussterben der Dinosaurier. Nummer 1, der Shuntungosaurus. Das ist der größte Dinosaurier, der nicht zu den Sauropoden gehörte. Mit einer Länge von 14 bis 18 Metern und einem Gewicht von bis zu 16 Tonnen war er größer als jeder andere Kandidat auf dieser Liste. Wenn er sich auf seine Gegner gestellt hätte, hätte kein Tier auf dieser Liste sich danach noch bewegt. Genauso konnte er auch mit seinem Schwanz schlagen, was ebenfalls eine ziemlich starke Attacke war. Auf diese Art und Weise könnte er wahrscheinlich jeden auf dieser Liste ohne Probleme besiegen, doch anders als der Allosaurus wäre er wohl in jedem Kampf der Favorit. Es ist interessant, dass ein Hadrosaurier hier auf dem ersten Platz ist, da die eigentlich nicht fürs Kämpfen bekannt sind. Ich finde aber, dass diese Dinosaurier stark unterschätzt sind. Hadrosaurier hatten durch ihren Schwanzschlag eine große Reichweite, weshalb ihre Gegner in einem Kampf wahrscheinlich gar nicht nah genug an sie herankamen. Der Shuntungosaurus lebte vor 66 Millionen Jahren in China. Er wurde erstmalig in den 60er Jahren in der Provinz Shandong entdeckt, nach der er auch benannt wurde. So, das waren die stärksten Dinosaurier. Würdet ihr sie anders anordnen? Oder wurde sogar noch ein wichtiges Tier vergessen? Schreibt es in die Kommentare. Diese Tiere waren schon ziemlich beeindruckend. Allerdings ist es extrem unwahrscheinlich, dass überhaupt Fossilien entstehen, da das meiste organische Material einfach zu Staub zerfällt. Vielleicht gab es also mal einen Megadino, welcher noch stärker war als die Sauropoden und von dem einfach nichts mehr übrig ist. Auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Ich muss noch dazu sagen, dass es hier sehr schwer ist, so eine Liste zu machen, da es keine festen Quellen zu diesem Thema gibt und verschiedene Quellen Verschiedenes behaupten. Also ist das, was hier behauptet wird, nicht immer unbedingt korrekt, sondern orientiert sich eben am aktuellen Wissensstand. Und ich kann euch zu 1000% versichern, dass es keine Quelle auf der Welt zu diesem Thema gibt, welche mit der Realität übereinstimmt. Denn alles, was wir zu diesen Tieren haben, sind Schätzungen. Das fällt einem vor allem bei der Größe auf, da gibt es für jeden Dino mehrere Schätzungen. Ich habe hier meistens immer nur die verbreitesten Schätzungen erwähnt, aber es gibt zu jedem Dinosaurier dutzende verschiedene Werte, deshalb ist das Erstellen einer solchen Liste auch nicht gerade leicht. Man merkt es aber auch daran, wie die Darstellungen von vielen Dinosauriern wahrscheinlich stark unterfedert sind. Würde man zum Beispiel Schwäne so zeichnen, wie man es bei Dinosauriern macht, würden sie etwa so aussehen. Ganz schön unheimlich. Aber schreibt einfach mal eure Liste der stärksten Dinosaurier in die Kommentare. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.